Hallo Leute und willkommen zurück zu mein kleiner Hund Minecraft Explorer. Neuerdings kriegt mein Hund ständig Schaden. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was er gegen machen soll. Jedenfalls, Leute, ihr habt mir in den Kommentaren weitergeholfen. Und zwar dieses schwarze Loch, was hier sich immer so verbreitet und hier alles aufgefressen hat. Jemand hat in den Kommentaren geschrieben, das wird sich immer weiter verbreiten. Und irgendwann, frisst so meine ganze Welt auf. Und ich will ja eigentlich gerne leben, so, ne? Also hat derjenige dann in die Kommentare geschrieben, ey, du brauchst hier ein Rift Remover und Rift Stabilizer, damit man das so in Ruhe bringen kann, also dafür sorgen kann, dass das stabil bleibt. Und da kann man es entfernen. Und jetzt kann ich auch hier endlich mal vernünftig so neben leben, weil irgendwann hätte es meine gesamte Landschaft hier aufgefressen und mein Haus. Ja, und ich will ja gerne wohnen, ne? Wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen gefarmt an Quarz, damit wir heute eine Zuckerrohrfarm bauen können. Dafür werde ich später hier nochmal alles hier aushöhlen. Tatsächlich werde ich dann auch so später im Zeitraffer so hier alles aushöhlen, so dass wir genug Platz haben und hier uns so eine gewisse, ich würde schon sagen, eine Fabrik machen. Das klingt verdammt cool. Aber bevor wir uns damit widmen, möchte ich euch gerne zeigen, was ich alles so vorbereitet habe. Und ich habe mich so ein bisschen mit der Doggy Talents Mod befasst und da gibt es so viele Sachen, die ich gar nicht bedacht habe. Es könnte sein, dass wir uns bald einen richtig coolen Kompan machen, der mit uns kämpft. So, und dann schauen wir mal in die Kiste, da habe ich ein paar Sachen vorbereitet. Einmal braucht man den Stick für diese Mod und fürs Erste wollte ich mir dann erstmal hier ein kleines Bett machen für den Hund. So. Ah, mein Spiel ist gecrashed. Nein. Warte, Leute. Ich starte mein Spiel neu. What the fuck? Eine Ewigkeit später. So, jetzt bin ich wieder da. Und während das Spiel gecrashed ist, dachte sich erstmal mein Holz, verschwinde ich erstmal im Nichts. Ach, so nervig, aber lass jetzt erstmal hier in Ruhe das Hundebett machen. Und ich platziere es mal einfach neben meinem Bett hier. Gut, dann hat man erstmal ein Bett, aber das ist an sich nur dekorativ tatsächlich. Wie ich ihn dorthin bekomme, habe ich mir noch nicht nachgeschaut. Aber damit werden wir uns erstmal nicht befassen. Erstmal machen wir uns eine Leine. Also jetzt man meine ich keine Leine. Und ziehen es ihn um. Komm, nimm es an. So, jetzt hat er eine Leine. Gut. Und natürlich, unser Hund muss ja cool sein. Also machen wir ihn eben schnell. Das haben wir jetzt auch noch vorher angeschaut. Oh, hör auf, Schaden zu bekommen. Hund, ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht warum, was mit dem abgeht. Aber er kriegt die ganze Zeit Schaden. So. Ich habe mir das vorher gar nicht angeschaut. Ey, du bist ja mega cool. Oh nein, na gut. Er regeneriert sich zum Glück. Aber mit dem Stock kann man das Menü öffnen. So, und der Hund hat vorher gar nicht wirklich angegriffen. Und zwar, weil ich den vorher in einem Modus hatte, dass er Gegner gar nicht angreift. Der war im Passivmodus. Ich bin jetzt auf aggressiv gestellt. Das heißt, er greift die Gegner an, die ich auch angreife oder wenn die mich angreifen. Und ich habe 15 Punkte. Und man kann ihn leveln tatsächlich. Oh, auf Schaden zu bekommen. Aber du siehst echt cool aus. Verdammte Scheiße. Jedenfalls, wie man den Hund auflevelt, indem man hier Doggy Talents, indem man hier diese Treats macht. Da kann man mit einem ganz kleinen Treat anfangen. Das macht man aus Weed, Sugar, Gunpowder, String und Knochen. Den werde ich mir aber jetzt nicht craften. Ich werde mich demnächst mit dieser Mod noch etwas genauer beschäftigen. Aber fürs Erste kann man so die paar Anfänge machen. Das können wir auf jeden Fall machen. Gut, dann machen wir wieder den Stock und wählen was aus. Er ist auf aggressiv, aber was ich vorher machen will, sein Aussehen ändern. Und ich glaube, ich möchte einen... Ja, den nehme ich. Der sieht cool aus. So, und einen Namen habe ich mir noch nicht überlegt. Tatsächlich, Leute, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, welcher Name der Hund hier heißen soll. Also welchen Namen er bekommen soll, weil der braucht doch einen Namen. Schreibt doch mal ein paar Namen in die Kommentare und wenn ich mal einen coolen finde, dann nehme ich den. So, jedenfalls, auf Level 0 hat er 15 Punkte. Und man kann man hier in verschiedene Sachen skillen. Zum Beispiel hier auf Doggy Dash, dass man seine Geschwindigkeit erhöht. Oder auf Black Pelt, dass er eine erhöhte Crit-Chance hat und manchmal mehr Schaden macht. Oder dass man, wenn der Gegner tötet, dass die mehr Loot droppen. Das geht auch. Es gibt natürlich auch verschiedene andere Fähigkeiten. Zum Beispiel Wolf Mount, dass ich den reiten darf. Und ich gehe einmal auf Wolf Mount. Und hier steht, um auf ihn drauf zu kommen, muss ich springen und dann auf ihn draufklicken. So. Ja! Wie cool! Oh, ich liebe das. Voll. Er kann einfach Blöcke hochgehen. Das ist so cool. Aber warum kriegst du die ganze Zeit Schaden? Ah, oh, er kann springen. Aber er ist halbwegs schnell unterwegs. Warte, was wenn ich eine Enderperle? Kommt er dann mit? Nee, er wird dann einfach runtergekickt. Nein! Nein! Ich will nicht hier verstecken! Nein!
Undi, überleb das, bitte. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach Gott, okay. Aber wie cool. Da kann man den Hund erstmal reiten. Warte, draufspringen. So, ich muss einmal springen. Oh mein Gott, ist das cool. Oh, warte mal, ich muss es nochmal sehen. Oh, das sieht so cool, wie so ein ganz kleiner Hund mich erstmal tragen kann. Das sieht echt süß aus. Echt witzige Mod. Warte, ich will tatsächlich von euch mal wieder Shift. So, nimm mir den Stock und schau mal, was es noch so gibt. Was passiert, wenn ich diese Fähigkeit mehr... Wenn ich das zum Beispiel noch mehr skille, dann kann er höher springen, aber das ist nicht nötig. Was kann ich nehmen? Ah, es gibt auch noch einmal die Fähigkeit Guard Dog, dass man, dass er manchmal eine Attacke komplett abblocken kann. Das ist gar nicht schlecht. Hellhound gibt es auch, dass er irgendwie Feuerschaden macht bei Attacken. Und je höher das geht, also je höher man levelt den Hellhound, desto länger hält das Feuer an. Und wenn man das komplett hoch macht auf Maximum, ist er immun gegen Feuer. Oh, es gibt auch die Fähigkeit Quick Healer, dass er schneller regeneriert. Poison Fang gibt es auch. Das sorgt dafür, dass er Giftschaden macht und irgendwann mal immun ist bei Level 3. Und wenn ich den Skill komplett auf Maximieren mache, dann muss ich nur auf ihn mit einem Spinnauge klicken und dann kriege ich alle meine negativen Effekte, also meine Gifteffekte werden geheilt. Das ist verdammt cool. Es gibt aber auch noch diese eine Fähigkeit, die verdammt praktisch ist für meine Handelscher später. Ich will ein paar Villager versklaven und dieser Skill sorgt dafür, dass man alle 2 Tage von einem Dorfbewohner ein Geschenk bekommen kann. Und je nachdem, wie hoch man das macht, also wenn man das auf Maximum bringt, kann man das jeden Tag machen. Aber ich möchte, dass dieser Hund extrem schnell ist. Also gehe ich auf Doggy Dash, um seine Geschwindigkeit zu erhöhen. So, ich mache das mal Level 4. Oh, das kostet immer mehr. Oh, okay, gut. Dann gehe ich aber nochmal auf Black Pelt, dass er mehr Schaden macht. Und auf Hellhound. Dann macht er auch ein bisschen Feuerschaden. Er ist auf aggressiv gestellt. Und, jo, warte mal, wie schnell bist du? Komm mal her. Bist du jetzt ein bisschen schneller? Jo, er ist ein bisschen schneller. Ey, das ist cool. Ja, echt süß. Und wir werden den jetzt so demnächst trainieren, dass er auch, wow, ey, ist schon recht schnell. Schade, dass er aber richtig viel Schaden bekommt. Oh, der ist ein bisschen glücklich. Gut, was ich dir auch noch für die Folge geplant habe, Rainbow Oak Sapling. Ja, ich habe ja ein paar Saplinge demnächst geöffnet und habe dann die rausbekommen. Dann nehme ich jetzt ein paar Knochen. Knochenmehl und pflanzt erstmal einen Regenbogenbaum. Mal schauen, wie der aussieht. Bin gespannt. So, wo platzieren wir denn? Ich platziere einfach mal hier in der Mitte. Oh. Hey, das ist cool. Von Twilight Forest. Ich frage mich, ob ich davon eine größere Version machen kann. Vielleicht vermehre ich diese Bäume und platziere sie einfach in der Nähe. Das könnte cool sein. Ach, Doc, why? Oh. Ich verstehe nicht mal, kriegt der Wizard Schaden? Das ist halt, das sieht ja nicht wie Wizard aus. Wizard würde halt viel schneller Schaden machen. Also, ich weiß nicht, was da für einen Effekt hat, dieser Hund. Tut mir auf jeden Fall ein bisschen leid. Na gut, für alle Fälle behalte ich den Stock, dass ich dann immer auf den Hund zugreifen kann und ihm diese Gefäde geben kann. Gut, dann schlafen wir eben schnell und machen uns dran setzen, dass wir die Fläche sauber machen und wir die Sugarcane Farm machen. Dass wir mal so anfangen können zu produzieren und ja, wenn wir ganz viel Papier haben, können wir das zu Emerald umwandeln. Und das würde auch unsere Ausrüstung verbessern und wir könnten halt auf Emerald Tools umsteigen fürs Erste. Bis wir halt aus dem Shop hier so ein Epic Mega Loot Case holen. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich etwas holen möchte davon. Also erstmal will ich mich, glaube ich, tatsächlich um Magie kümmern und auf die Produktion und Villager und ja, alles Mögliche. Jemand hat auch den Vorschlag gemacht, dass ich vielleicht auch mal einen Teich machen könnte. Ja, keine schlechte Idee tatsächlich. Ich hätte mir überlegt, dass ich hier auch so einen Weg mache und der dann einfach so in diese Produktionsstraße führt. So, dass ich da so meine Maschinen habe und alles dergleichen. Gut, Leute. Jetzt wird richtig mal Lohart. Jetzt nehmen wir unsere Mattock und werden hier mal so richtig umbauen. Gut, ich glaube, ich will ab hier. So, dann lass uns mal in Turbo Speed abbauen, würde ich sagen. Kleiner Bastard, mach dich fertig! Ja, Hund, greif ihn an! Jo, er macht Feuerschaden! Let's go! Mach ihn fertig! Scheiße, ich brenne. Nein, er brennt selber! Ah. Er ist noch nicht immun gegen Feuer! Los, Hund! Schnell ins Wasser! Ja, gute Arbeit! Ah, er geht sogar direkt ins Wasser! Lol, der ist schlau! Ich will nicht verbrennen, du nice. Bastard! Wenn er brennt, geht er einfach ins Wasser! Cool! Oh, mein Inventar ist voll! Na gut, lass uns mal weitermachen!
Ich muss doch den ganzen Berg hier alles. Gar kein Bock. Leute, ich bin ein bisschen blöd. Ich hab was vergessen. Es ist die Taste. Warte. Dann geht das auch mit der Hand. No. Ich schwöre, du bist so ein Motor. Es geht so viel einfacher. Gott. Gut. Dann machen wir das so. So. Es geht auch wesentlich schneller. Aua. Das geht wesentlich schneller. Kannst du dich mal vernünftig um mich kümmern? Ich krieg die ganze Zeit Schaden. So, da haben wir auch noch einiges hier. Boah. Gott, warte mal. Ich muss mal schauen hier. Zack. Das hat schon einiges an Verbrauchbarkeit. Digga, was für Verbrauchbarkeit? Verbrauchbarkeit, Verbrauch, nicht Verbrauchbarkeit. Das gibt es nicht. In Minecraft ist ein Wort schon, aber nicht in Minecraft. So. Aua. Zweiter hier. Wegölen. Da ist auch meine Spitze kaputt. Junge, wie fett ist dieser Berg, bitteschön? Jesus fucking Christ. So. Aua. Gut. Junge, was summst du hier so rum? Hilf mir mal lieber beim Schaden. So, jetzt ich krieg den Stein die ganze Zeit hier auf die Fresse. Warte, von irgendwas. Ah, das wird langsam, das wird langsam. Es ist noch verdammt viel, merke ich gerade. Aber es wird langsam, es wird langsam. Merke ich gerade, dass ich hier. Oh, ich muss kurz schlafen gehen, damit es wieder Tag wird. Gut, wie mache ich das jetzt? Also ich muss jetzt mal hier alles wegbringen. Oh, ich muss wieder was essen. Es braucht echt viel Hunger. Alter, ich muss mir ganz viele Spitzhacken machen für das ganze Stein hier. Die Spitzhacken gehen davon kaputt. Und die finde ich meine Mattock deswegen kaputt machen. Boah, habe ich viel Erde. Heilige Scheiße. Warte. So. Ich brauche Eisen. 1, 2, 3. So. Das erste sollte das genug sein. Ich schmeiße die Erde weg. Gut, jetzt haben wir etwas an Eisen. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Stöcker. Und dann machen wir uns ein paar Spitzhacken und dann können wir auch gleich wieder weitermachen. Yay, toll. Wir haben aber schon auch einiges. Ayo, die Fläche ist groß. Oh, ich kann da. Also, ich muss doch noch die ganzen Bäume hier entfernen, aber die Fläche ist verdammt geil. Hui. Gott, beim Schneiden wird das anstrengend, wenn ich hier so alles wieder im Zeitraffer machen möchte, so wie ich es sonst auch mache, wenn ich baue. So. Gut, nice. Aua. Oh, yo, go. Was? Oh Gott, das ist ein Silberfisch-Spawner. Los, Hund, setz Tackelein! Hallo. Junge, kann nicht. Muss ich dich auch... Oh, er macht nichts, warte. Hund, ich habe eine Idee. Ich mache dich einfach auf Berserker-Modus, warte. Digga. Das ist ein Modus, der greift einfach alles an. Der ist einfach absolut aggressiv. Los! Ja! Alter, direkt Silberfische. Greift die Silberfische an, verbrennen sie. Ich muss auch demnächst auf einen Effekt gehen. Beim Doggy Talents Mod kann der Hund auch etwas skillen, zum Beispiel Plagenvernichter. Dass er einfach um sich herum so Silberfische Schaden macht. Dass er einfach Flächenschaden macht und die ganzen Silberfische entfernt. Bei manchen Kämpfen kann das verdammt praktisch sein. Gut. Gut, jetzt müssen wir die ganze Erde hier irgendwie beseitigen, aber ich muss erstmal was essen. Alter, der Hund! Digga, hilf mir mal! Los! Mach ihn fertig! Ja! Das musst du super. Nein! Oh Gott. Ja. Schade, dass er so nicht trainiert werden kann. Ich muss halt wirklich mit Leckerlis machen. So, jetzt mal weiter hier. Den Basalt entfernen. So, und jetzt auch nochmal die Erde. Noch weiter mit dem Stein. So, okay, jetzt müsste es auch langsam weg sein. Zack. Boah, Alter, wie viel ist das noch? Ich muss da hochsteigen. Warte, mache ich das von oben schon ganz schnell. Die Erde weg und das Gras. Gut, zack. Scheiße, ich wollte auch runter. Ah, warte. Ich habe eine Enderperle. Warum teleportiere ich mich? Okay, das ist viel zu hoch. Ich laufe erstmal so außen rum. Und fürs Erste, ich sollte erstmal die verdammten Bäume entfernen. Ansonsten muss ich mich da gleich unnötig hochbauen. So, dann machen wir erstmal die ganzen Bäume hier weg an der Stelle. Dann nerven die mich auch nicht. Später. Gut, ich glaube, das reicht fürs Erste. Ja, das sollte genügen. Muss ich nur noch einfach hier alles wegölen. Ich lerne auch irgendwie nicht. Gott, warte, mache ich das eben schnell so. Ah, was ich so nebenbei so anmerken möchte.
Könntet ihr mir bitte mal, also neben den Hundenamen natürlich auch noch, hier Fragen reinstellen, die ich mal so als Q&A, ich hätte mal vor, ein Q&A zu machen, wo ich einfach ganz viele Fragen beantworte und während ich das dann einfach irgendwas mache, farm oder was baue, je nachdem. Das wäre auf jeden Fall verdammt geil. Hätte ich gerne mal so eine Folge. Da müsst ihr unter anderem auch nicht so viel vorbereiten und kann dann halt die Fragen beantworten, falls euch irgendwas interessieren sollte. So, die ganzen Bäume weg. Gut. Erste, ist das genug? Das sieht vielleicht jetzt ein bisschen unordentlich aus. Ich sehe das. Die Leute, ja. Aber ich mache später irgendwie schick. Ich brauche nur an der einen Stelle genug Platz, damit ich dort schon mal anfangen kann, die Zuckerrohrfarm dort zu platzieren. Ich werde auch noch in der Videobeschreibung verlinken, bei welchem YouTuber ich das dort gemacht habe. Und bei welchem YouTuber ich das gemacht habe? Ich habe das bei dem lieben Moritings gemacht. Und der hat mir das dort gezeigt. Es war ein kurzes Video, war recht gut gemacht. Das ist eine sehr einfache Farm. Und die kann man halt unendlich erweitern. Und ja, ich hätte schon Bock, eine richtig riesige Kette an automatisierten Farmen zu machen. Damit ich so einiges produziere und dann halt einfach nichts mehr an Ressourcen mir fehlen. So. Zack, zack. Gut, essen wir den Apfel. Ich habe schon wieder Hunger. Dann noch die Auberginen. Was macht der da? Hä? Ich krieg dich, du Scheiße. Honey, was geht bei dir? Spielst du mit dem Wasser? Ich spiel nicht mit dem Wasser. Hier ist ein Skelett runter. Wer spielt da mit dem Wasser? Oh mein Gott, du bist das Highlight des Tages, Hund. Ich will ihn nicht Hund nennen müssen. Leute, seid kreativ, bitte. Ich will da ein paar gute Namen sehen. Weg mit dem ganzen scheiß Holz. Mach mir mal schnell eine Axt, damit das nicht so... Willst du mit dem... Digga, nur weil du mich auf Berserker gestellt hast. Ich spiel einfach mit dem Wasser. Okay, ich lass ihn mal. Er hat wohl seinen Spaß. Ja, okay, gut. Ich brauch... ich nehme mir einfach mal... Machen wir eine Eisenachse. Das sollte reichen. Warum auch immer hier ein Silkworm ist. Alles klar. Jetzt nehme ich wieder die zwei Sticks. Eisen und da haben wir meine Eisenachse. Dann nutzen wir diese Eisenachse und machen diese verdammten Bäume weg, die in der Luft liegen. Nicht schön. Ganz so gar nicht schön. Hey Leute, ich mach den Rest einfach, also oh, wir haben eigentlich jetzt verdammt viel Platz, also die Fläche ist verdammt riesig, also wesentlich größer als das Haus sogar. Ah, ein wenig. Warte, ich schau mal von oben und schau, wie groß das im Verhältnis zu meinem Haus ist. Oh ja, ja, ist ein bisschen größer, ein bisschen größer. Ich werde aber offscreen hier alles wieder ausfüllen, so die Bäume entfernen und alles hier schön machen. Ich würde das nicht alles jetzt in der Folge machen. Also ich habe jetzt ein bisschen dran gearbeitet, das reicht fürs Erste. Wir müssten also auf jeden Fall genug Platz haben, weil ich wollte noch die Sugarcane Farm machen. Das wollte ich noch eben schnell machen in dieser Folge. Lagern wir mal alles hier ein. Auf jeden Fall ganz viel Cobblestone schon mal. Erde weg. Das Holz hier rein. Warte, ich leere in mein Inventar und hole mir die ganzen Sachen aus der Kiste. Und dann sehen wir uns gleich, während wir die Sugarcane Farm bauen. Oh, jetzt ist es auch wieder Tag. Also die Sonne kommt raus und die Monster verbrennen. Das ist ein gutes Zeichen. Warte. Hundi! Hör auf, mit dem Wasser zu spielen. Und los! Greif die an. Hallo? Dann stell mich nicht so ein, dass ich alles angreifen muss. Willst du mich verarschen? Hallo? Ach, dann muss ich selber machen. Ja, komm her. Gut, ich würde sagen, hier rum wollte ich dann so Holz platzieren, um diese Farm hier. Und dann lassen wir 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Platz und machen die hier platzieren. So, der erste Schritt wäre, erstmal ein 3x3 Loch zu graben und dann 6 Kisten hier zu platzieren. Sag nicht, ich muss eine Trapdoor Doppelchest. Wartet mal, Leute. Im Video habe ich das nicht bemerkt. Wartet mal kurz. Ich mache eben eine Trapdoor Chest und dann sehen wir uns gleich. Gut, jetzt haben wir eine Trap Chest und platzieren sie dann mal. Und der nächste Schritt wäre, sich die Trichter hier zu nehmen und sich erstmal 3 Trichter hier zu platzieren. Gut, und jetzt geht man 5 Blöcke in eine Richtung auf beiden Seiten und platziert ein Redstone-Block jeweils und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bisschen peinlich, dass ich mir gerade nebenbei so das Tutorial anschaue. So, und der nächste Schritt wäre, sich die Schienen zu nehmen und die bepowerten Schienen und sie erstmal hier rum zu platzieren. Dort, wo die Redstone-Blöcke sind, jeweils die Powered Rails. Zack, 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 zack. So, und dann nimmt man eben kurz schnell das Dirt hier,
platziert den Stone Bricks, platziert dann wieder hier eine Reihe durch an Stone Bricks. Oh, das wollte ich nicht. Dann muss ich das wieder abbauen, aber kein Problem. Zack, 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 zack. Und dann baut man hier dann jeweils zwei Blöcke hin. Beiden Seiten, dass es einmal wie so ein großes Ihr aussieht. So, und jetzt muss ich über die Schienen hier jeweils Erde platzieren. Zack. So, und dann auch direkt hier das Wasser. Denn das Sugarcane braucht ja, warte, ist das so? Zack, 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 zack. Oh nein, oh, das wollte ich nicht. So, zack, 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 zack. So, damit hier überall ein fester Wasserblock ist. Höh, komisch. Gut, jetzt ist hier alles voll. Brauchen wir die Eimer auch nicht mehr. Und jetzt... Und natürlich kann nicht fehlen das Sugarcane. Denn für eine Zuckerrohrfarm braucht man auch Zuckerrohr. So, zack, 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 zack. Super, das wäre dann auch platziert. So, und der nächste Schritt wäre, zwischen den Zuckerrohr jeweils alles hier mit Blöcken zuzubauen. Zack, 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 zack. Oh Gott, die wachsen ja schon. Oh Gott. Ja, Leute, ich habe hier diese eine Fähigkeit, Green Thumb, also grüner Daumen. Ja, Crops um mich herum, auch Weizen, alle Pflanzen um mich herum wachsen einfach viel schneller. So, der nächste Schritt wäre jetzt, Pistons zu platzieren. Die müssen halt natürlich in diese Richtung schauen. Oh, verdammt nochmal. Das wollte ich nicht. Mann, diese Zuckerrohr ist im Weg. Ich muss das doch platzieren. Gott, ich habe Auto-Jump an. Jesus Christ, ist das nervig. So, ganz schnell weg damit. Es wächst halt so verdammt schnell. Ich denke mal auch, die Maschine wird verdammt viel Zuckerrohr dann bringen. Vor allem, wenn ich sie nochmal erweitere. Oh, das wird verdammt geil. So, der nächste Schritt wäre jetzt hier die Steinziege zu platzieren und das hier einfach eine Schicht weiter zu auszuhöhlen mit Stein. Zack, 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 zack. Super, das wäre jetzt auch geregelt. So, und der nächste Schritt wäre, das Glas hier zu platzieren. Dann machen wir eben mal kurz einen temporären Block. Mussten das hier wieder zubauen. Oh, verdammt nochmal. Egal. So, zack. Und dann macht man das Glas hier platzieren. Und noch eine Schicht Glas. Und dasselbe auf der anderen Seite. Oh, warte, das kann man auch direkt hier so machen. Das ist wesentlich simpler und einfacher, von hier aus das zu platzieren. Warum auch immer ich es abgebaut habe. Der Block gehörte dorthin. Jetzt habe ich nicht genug Glas. Ah, ich habe noch Glas. Weil ich mir denke, oh, weißt du, er ist ein Kämpfer. Er verletzt sich durchgehend, aber ist trotzdem noch so spielfreudig und spielt mit dem Wasser. Ey, was geht bei dir ab? Halt einfach dein Maul. Du spielst schon seit... Ach, es ist halt nicht, weil er dort ein Skelett wahrnimmt unter der Erde. Ach, komm schon. Ich muss seinen Modus demnächst ändern, dass er nicht hier verdammt nochmal sich denkt so... Ja, ich werde durchgehend ein Monster angreifen, der am Boden ist. Geil. Die Sugarcane-Farm sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Gut, da hätten wir das Glas schon mal platziert. So, der nächste Schritt wäre, die Observer zu platzieren. Und die müssen von dieser Seite aus, glaube ich, gucken. So. Zack. So, dann werden die Observer jetzt platziert. Der nächste Schritt wäre jetzt mit Steinziegeln, das hier jetzt alles auszuhöhlen. Warum habe ich nicht genug? Ja, weil hier was rumliegt. Ja, oh, warum ist hier was kaputt gegangen? Hä? Excuse me? Warum gehst du hier kaputt? Habe ich da irgendwas mit der Spitzhacke gemacht? Wahrscheinlich, ja, jetzt im 3x3-Bereich. Upsi. Ich brauche mehr Ziegelstein. Wie nervig. Okay, ich hole mir noch mehr. Aber ich muss noch was essen hier. Ich kann gar nicht mehr richtig laufen. Gut, jetzt haben wir uns ein bisschen Stein gebratet. Steinziegel sind bereit, platziert zu werden. Jetzt höhlen wir das hier aus, platzieren die Steinziegel. Und das hier auch hier, so, das gehört da nicht hin. Zack, 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 zack. Ah, mir ist aufgefallen, das muss hier abgebaut werden. Denn das Redstone funktioniert gerade, glaube ich, nicht so. Es muss sogar ein Block hier runter sein, also direkt vor dem Observer. Dann platzieren wir eben das Redstone. Gut. Dann so, wow, shit. Oh, er hat schon hier gemacht. Cool. Okay, jetzt muss ich nur noch, glaube ich, das Minecart mit dem Hopper platzieren. Und dann wäre das, glaube ich, gleich fertig. Boah, warte mal. Ich gehe mal eben kurz schlafen, Leute. Super. Gut, dann wäre es jetzt auch mal, hey, jetzt scheint auch gleich die Sonne. Gut, der letzte Schritt, und wir hätten es auch sogar jetzt, wenn wir ein bisschen Eisen haben, bauen das zu und platzieren das hier und schieben den Minecart mal. Und jetzt sollte er es einsammeln und es müsste in der Kiste ankommen. Und es kommt in der Kiste an. Mega geil. Ja, er produziert. Oh, richtig gut. Warte mal. Wir wissen, was passiert, wenn man Zuckerrohr hier schmeißt. Nimmt er das dann auf? Er nimmt es auf von hinten. Also von unten. Oh nein, ich stecke fest. Ich muss hier raus.
schnell mit dem Hammer, alles gechillt. Ich habe ja immer meistens Sorgen gemacht, wenn ich was abbauen muss, weil ich direkt 3x3 Blöcke baue, aber jetzt habe ich den Hammer, das sollte jetzt auch passen. Super, da hätten wir die Farm auch fertig und sie läuft jetzt auch einwandfrei. Und diese Farm kann man halt wirklich unendlich ausbauen. Ich könnte jetzt zum Beispiel jetzt sagen, ja, dasselbe einfach jetzt nochmal doppelt so lang oder dreifach oder vierfach so lang. Schauen, wie viel Zuckerrohr schon platziert? 16, 16 und 16. Ey, das ist ja mega geil. Er platziert da immer so 3. Warte, ich will mal auf sein Inventar zugreifen von dem Dingens. Ah, er ist sogar ein bisschen überfordert, merke ich gerade. Er hat jetzt 12, er hatte jetzt 15. Jetzt hat er... Oh, komm her. Komm, sei nicht schüchtern. Ah, okay. Er produziert nicht zu schnell jedenfalls. Das kommt auf jeden Fall an. Oh mein Gott, und es läuft einfach wie geil. Jetzt muss ich mir eigentlich nur darum kümmern, dass ich demnächst hier die ganzen Villager herbringe und wir dann hier, keine Ahnung, so. Vielleicht sperre ich sie einfach alle in meinen Keller dann einfach demnächst ein oder erstmal in meinem Haus. Das Ding ist, ich habe halt keine Fenster. Wir können halt jederzeit Monster rein und die Villager abschlachten und das will ich ja nicht. Das fände ich so toll. Oh Gott. Gut. Da hätten wir jetzt auch, ja, wir meinen nicht gut was geschafft heute. Wir haben hier einfach alles ausgehöhlt, die Sugarcane Farm fertiggestellt und mit uns den Doggy Tennis Mod ein bisschen beschäftigt. Und wir können jetzt... Ach, komm schon. Komm schon. Weg da. Lass das Viech in Ruhe. Niemals. Er lässt es nicht in Ruhe. Er... Oh, muss ich dich... Weißt du was? Mir egal. Mach, was du willst. Ach, absolut süß. Gut. Tatsächlich nehmen wir schon seit fast einer Stunde auf. Also würde ich mal sagen, was ist mit der Folge? Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich doch bitte auf YouTube. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.